Landesrat Johannes Rauch, nun geht es in die Stichwahl. Welche Erwartungen haben Sie an das Ergebnis? Ich glaube, dass es sehr knapp werden wird. Meine Prognose, vielleicht wissen wir das Endergebnis erst am Montag, wenn die Wahlkarten ausgezählt werden. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Ich glaube, es wird knapp werden. Ja, Alexander Van der Bellen hatte ja einen beträchtlichen Rückstand beim ersten Wahlgang. Nun gibt es hier 900.000 Wahlkarten, wo die Grünen eigentlich immer überdurchschnittlich gut abschneiden. Meinen Sie, hat das auch heuer einen großen Einfluss? Kann man schwer beurteilen, das gleicht sich mittlerweile aus, auch bei den Wahlkarten, schwer einzuschätzen. Also wenn es ganz knapp wird heute und es sind noch 900 Wahlkarten draußen, dann gibt es vielleicht leichte Vorteile für Van der Bellen. Wir hoffen das Beste, ich hoffe Van der Bellen gewinnt.